So, da bin ich wieder bei Pro Evolution Soccer und es geht mit dem 9. Spieltag weiter. Zuletzt, glaube ich, haben wir unentschieden gespielt gegen Augsburg. War natürlich auch nicht das Beste. Deswegen müssen wir jetzt wieder, zulegen. Dass wir mal wieder gewinnen. So, die Ausstellung, Jans nicht fit. Du Ruhe ist nicht fit, den kann man eigentlich aus der Tor. Dafür dann mal Rajkovic eine. Halt, Moment mal, wo geht die? Hier da. Und, pass auf, Kalanglu. Da wird einmal Ochs sein, ja? Rincon muss da draußen bleiben. Da wird kein Virus hier, ja? Gut, und soweit passt die Aufstellung. Bei Wolfsburg, ja. Gut. Von den Trikots her, lassen wir es in grün spielen. Hey, die haben sogar ein blaues Trikot. Aber grün passt uns gut. So, am 9. Spieltag trifft der Hamburger Sportverein auf den VfL Wolfsburg. Und wir müssen mal wieder gewinnen in der Liga. Wir haben, glaube ich, die letzten, weiß ich nicht, drei Ligaspiele ohne verloren oder unentschieden gespielt. Das heißt, wir sollten mal wieder gewinnen. Und jetzt gibt es dann für Pro Evolution Soccer gibt's ein neues Datenpaket. Kann man sich runterladen. Und das soll, wie ich gelesen habe, scheinbar 800 neue Gesichter beinhalten, beziehungsweise andere Gesichter ersetzen. So, beißt er. Auf Dietmeier. Und es gibt Einwurf für Hamburg. Van der Vaart und der beste Mann im Mittelfeld. Wird geblockt. Tolgay Aslan. Beister verliert den. Wieder Beister. Und Olic. Ja, brutal von den Füßen geholt. Gibt keine gelbe Karten. War Westermann. Was treibt denn der da? Jansen. Und Lasoga. Was? War das ein Foulspiel? Na ja gut, also. War in meinen Augen kein Foulspiel, oder? Bisschen kleinlich. Mascherano. Ah, Dietmeier erwischt ihn nicht ganz. Perisic. Und Westermann holt einen Einwurf aus. Für die Wolfsburg allerdings. Gustavo, der ehemalige Münchner. Finde ich persönlich übrigens schade, dass der die Bayern verlassen hat. Ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Van der Vaart. Ja, aber der hat die Torschance.
und Granqvist. Vierinha. Drei kurz geklärt. Und Gustavo. Diego. Rodriguez. Gibt Freistoß. Ah, die gehen ganz schön straff, die Wolfsburger. Machen da ordentlich Pressing. Tolgay Aslan. Granqvist. Und wieder der Brasilianer. Diego. Diego ist ab, Brasilianer, oder? Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht. Oder spielt der für jemand anderen? Oder ist der Portugiese? Nein. Brasilianer, oder, Moni? Bin mir manchmal nicht so sicher. Ilicevic, ja, das wollte ich sehen. Naldo ist auch Brasilianer, oder? Wenn ich mich nicht täusche. So, gibt auf jeden Fall Einwurf für die Hamburger. Mascherano. La Soga. Ja, warum nicht? Ja, Olic. Nur ehemaliger Münchner. So, Verinier startet über rechts, aber war abseits. Jawohl. Und zwar mehr als deutlich. Es gibt, was gibt's? Einwurf oder? Also meine Abstoß. Nein, es gibt Ecke. Oh, der geht weit. Der kommt weiter, ne? Aber er kommt gut. Olic. Gegen Westermann? Nein, draußen nicht. War nix sie. Schäfer. Naldo. Rodriguez, der ist doch Innenverteidiger, oder? Ja, da war Ilicevic fast durch immer. Van der Vaart. Wird geblockt und gibt Ecke, oder? Gibt's Ecke? Jawohl, die zweite. Oh, die war gut. Die war gut. La Soga. Per Kopfball und Verinha hat da schlecht ausgeschaut, oder? Der Tor war sowieso machtlos. Das war nochmal richtig geile Ecken. So, nochmal Van der Vaart. Ja, wuchtig, oder? Ja, somit führen wir im Heimspiel gegen Wolfsburg mit 1-0 schon mal. Kurz vor der Pause. Gute Ausgangsposition. Außer die anderen schießen jetzt uns. War knapp ist auch. Perisic. Der ehemalige Dortmunder. Oder ist der gerade ausgeliehen? Ich weiß gar nicht. Zumindest hat er mal für Dortmund gespielt. Und Van der Vaart kann fast noch liegen. Gibt noch mehr einen Wurf. Aslan. Ja, da verlieren. Gut, zur Halbzeit führen wir. Waren deutlich die beste Mannschaft. 62% Ballbesitz.
Pass auf, möchte ich wechseln? Eigentlich nicht, oder? Vielleicht Jansen? Den können wir aber später raus, oder? Den tun wir später raus. Es pressiert noch nicht. Wir stehen bisher ziemlich stabil und bestimmen das Spiel. Aber gut, das kann sich leider nicht ändern. Wissen wir ja bereits. War ein kleines Foulspiel. Ja, Diego hat auch schon mal ein bisschen geschossen. Ich glaube, Diego war damals zu Bremer Zeiten war er am besten, oder? Und dann ist er doch, ich weiß gar nicht, wo er hingegangen ist, ins Ausland, meine ich. Und da ist er einfach runtergegangen. Oder war der nicht bei Juventus? Kann es sein? Aslan. Rodriguez. Immer noch Rodriguez. Peresic, der Kroate. Oh, der kommt gut. Ja. Und der war gut, Olic. Scheiße, die war gut wie Flanken, oder? Schauen wir uns nochmal an. Es war Rodriguez, ich weiß gar nicht, ist es ein Innenverteidiger oder ein Flügelspieler, ich weiß es gar nicht. War scharfe Flanken. Flach reingeben. Ja, war eigentlich schon weggert. Wobei, da sind sie Torwart und Verteidiger weggestanden. Scheißdreck. Gut, aber so schnell kann es gehen. Eine Aktion und schon sind sie wieder im Rennen. Oh, war ein Foulspiel, oder? Oh, nächste Chance gleich, oder wie? Na gut, also. Muss man ja auch nicht unbedingt pfeifen. Der war schon ein bisschen knapper. Lasoga. Beister. Unten rennt Ilicevic. Und per Flugkopfball wollte er den machen. Das wird auf jeden Fall ein schönes Tor geworden. Diekmeyer. Mascherano. Van der Vaart war abseits. Und es gibt Ecke. So, schaffen wir nochmal so eine Ecke wie vorher. Schaffen wir, aber nicht eine. Und es war wieder der Soga. Krankwist. Und Olic, oh, der kann sich durchsetzen. Olic. Und Adler klärt das. Knappe Sache. Das war natürlich eine knappe Sache jetzt. Ich hätte schon gemeint, der geht rein. Ja, Gustavo mit der nächsten Chance. Wolfsburg wird offensiver. Jetzt fangen wir uns zum Zaubern an, oder wie? Aslan. Jansen. Jawohl. Ja, den haben wir nicht mehr erwischt. So, Krankwist über rechts.
Ja, Lasoga schaut da spät um. Jetzt glaube ich, müssen wir was machen. Die werden uns langsam stark davon nicht. Pass auf. Jetzt machen wir. Aslan geht oben. Spielt eh nicht so gut. Und dafür kommt Campbell, unsere hängende Spitze. Und Lahm kommt für Jansen. Was, der kann links nicht spielen? Warum nicht? Geht doch. Aber es ist schlechter, gell? Kann Dickmeier links spielen? Ne, der spielt bloß rechts. Wie schaut es mir jetzt Ochs aus? Ja, Moment, wenn der da so schlecht ist, dann darf ich den rein. Und ich meine, Ochs haben wir doch von Wolfsburg gekauft, oder? Ja, der Aslan, der ist irgendwie nicht so der beste Spieler bei uns, gell, muss ich sagen. Bisher hat er nicht vergrissen. Westermann. Und Jansen. Ja, das war die nächste Torschance von Jansen. Als Außenverteidiger ist der ziemlich oft offensiv. Wieder Jansen. War das abseits? Ja. Gut, aber haben wir die Gelegenheit zum Wechseln und die kommen jetzt auch. Also Aslan, Nobel, es kommt Campbell. Und Perisic. War aber nichts. War nichts für Adler. In der zweiten Halbzeit haben sie ganz scharf dran gegeben, Wolfsburger. Da waren wir in der ersten Halbzeit so richtig gut. Und haben das Spiel über weite Strecken bestimmt. Wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich brauchen wir noch. Oh, der haut noch weg. Nein, kriegt der Bühne mal. Die sind unglaublich schock geworden. Oh, Olic, wenn der jetzt nur die Chance kriegt. Sowas zum Beispiel. Dann wird es fällig. Ilicevic kann sich nicht durchsetzen. Na, das klingt nicht. Gut, der Song, das Spiel geht unten aus. Wobei? Na, wird nichts mehr. Ja, gut. Wieder mal unten. Wir können nur gewinnen. Muss ich feststellen. Gegen Bremen haben wir verloren. Dann haben wir gegen Frankfurt verloren. Und jetzt zuletzt zwei Unentschieden.